TV Straßensound, Haftbefehl, check das Reh. In arabischen Stiftern, ich trage drei Kilo Teilchen. Automatik und Maschinen, Kopf und der Sturmschüler. Okay, mein Freund, ich habe gehört, dass du nach Deutschland emigriert bist. Wie lange hast du in Kurdistan gelebt? Aus welcher Ecke kommst du da? Das interessiert deine kurdischen Fans natürlich auch. Du heißt Kurdo. Ja. Ich heiße Kurdo, ich komme aus Sulaimani, das ist in Nordirak. Nordirak, ja. Das ist ein Du weißt ja, Kurdistan war ja richtig ein Land früher, yeah, und das wurde dann aufgeteilt. Yeah. Nicht von den Türken. Guck mal, ich kenne die Geschichte. Das war nicht von Türken oder so. Das ist von Engländern aufgeteilt worden. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wir dürfen auch nicht Hass gegenüber anderen haben. Yeah. Aber ja, ich komme aus Sulaimani. Ich war aber lange nicht mehr dort, 8 Jahre oder so. Vor 8 Jahren warst du letztes Mal bei dir in der Heimat. Genau, genau. Okay. Und ja, ich komme daher, ich war 9 Jahre oder 8 Jahre, als ich herkam. Yeah. Ja, und dann direkt ins Asylheim. Okay. Auch so, nach Heidelberg, nee, Ermannsgrund oder wo? Bruder, Offenburg. Offenburg. Ja. Bei Karlsruhe meinst du, ne? Wallah, ich weiß nicht, Bruder. Ich habe irgendwas gemacht an dem Tag. Ich war ein bisschen zu nervös. Ich weiß ehrlich nicht, wo es ist, aber das war früher eine Army-Kaserne, glaube ich, sobald ich mich erinnere. Ah, okay. Alles klar. Aber jemand, der dort war, da waren Albaner, Iraner, da waren Araber, solche Leute, ja? Die können sich bestimmt erinnern, auf jeden Fall. Okay. Ja. So Asylanten, Wohnheim, bist du aufgewachsen? Genau. Also bist du hergekommen? Und wie war die Zeit, als du hier warst? Wie, die erste Zeit, wie hast du sie aufgenommen in Deutschland? Wo warst du? Willkommen hier oder wie hast du dich hier gefühlt? Was heißt willkommen? Ich konnte die Sprache nicht, natürlich. Du kannst hier nicht einfach herkommen und gleich die Sprache können. Ich konnte die Sprache nicht. Ich hatte nur 2 Brüder. Ja. Verstehst du, mit denen ich immer alles gemacht habe? Aber so sind Menschen aus den Hochhäusern. Er ist unruhig und schon früh eingesperrt. Und ihr Sprechen hab ich in Asylheim gelernt. Endlich in Deutschland, ja, das war unser Ziel. Doch auf der Schule wollte keiner mit mir Fußball spielen. Und was ich konnte, in Deutsch außer guten Tag. Bist du mit deinen Eltern herkommen, oder? Ja, mit meinen Eltern. Okay, mit meinen Eltern. Und ja, und mit meinen 2 Brüdern war ich dann auch. Und ich konnte nicht hier zum Beispiel. Früher war nicht dieses, ich kenne den, komm, wir gehen zu denen. Der kann kein Deutsch. Die wollen nicht mit dir spielen, ist normal. Weil du kannst ja dich nicht artikulieren oder du kannst nicht mit denen irgendwie Kontakt aufnehmen. Ja. Du kannst ihre Sprache nicht. Aber weil wir auch in Asylheim waren, 2 Jahre, haben wir eh nicht so jetzt mit der Außenwelt zu tun gehabt. So wie jetzt, sagen wir mal, das war eine Kaserne, wir sind nicht rausgegangen, wir dürften gar nicht rausgehen. Wir haben mit Albaner, die haben uns verstanden, ein bisschen mit Handzeichen. Araber, Arabisch kann ich ein bisschen. Persisch genauso gut. Und ja, man hat sich da verstanden. Aber danach, als ich rauskam, bin ich zur Schule gegangen. Ja, und dann habe ich die Sprache langsam gelernt. Und dann ging es auch gut hier. Also, auf was für eine Schule bist du gegangen? Also wie lange warst du auf der Schule? Mit wie vielen Jahren bist du eingeschult worden? Ja, kannst du dich erinnern? Ja, was soll man machen? Schule, wallah. Ja, guck mal, ich war erstmal natürlich Grundschule und dann bin ich auf die Hauptschule gekommen, hab mich verbessert dort und hab danach meinen Realabschluss gemacht. Also auf der Haupt oder bist du hoch auf die Reihe gekommen oder wie hast du das Ding bekommen? Hab meinen Hauptschulabschluss gemacht, dann bin ich auf 2-jährige Berufsfachschule, ist auch Realschule. Berufsfachschule heißt es. Ja, wolltest du Fachabi machen, ne? Oder was wolltest du da anstellen? Das war erstmal Realschule. Okay. Genau. Dann habe ich es auch abgeschlossen. Dann wollte ich mein Fachabi machen, aber hat nicht geklappt. So. Okay. Letztes Jahr dann. Dann ein bisschen so. Die Lehrer haben einen gefickt. Passt, oder was? Alter, ja. Ja, habe ich schon sehr oft gehört. Bei mir war es ähnlich, verstehst du? Ja, ich meine. Man kennt die Geschichten, aber. Ich kann so viel erzählen, wie du willst, aber deine Eltern glauben dir nicht, verstehst du? Weil deine Eltern sind älter, die denken, ah ja, ein Lehrer will dir doch was beibringen. Aber vielleicht geratst du an einen, verstehst du, ich meine? Und der hat immer so ein, du bist dann so das schwarze Schaf in der Klasse. Ja. Und dann läuft es auch schief. Hat es nicht geklappt. Und dann hast du versucht natürlich, die Erlebnisse, die du hattest, in der Musik zu verarbeiten. Hast du mit der Musik nach der Schule angefangen oder während der Schule? Ich habe schon lange angefangen. Ich habe durch Azad angefangen. Ja. Ja. Das war seine Lieder hast du dir gegeben und. Ah, kennst du das noch? Ja, das Lied Azad. Ein Mann Armee. Ah, wer geht als Einziger gegen den Strom in den Scheiß? Ah, wer ist am Brennen wie Napalm, wenn es tappt als Mike? Ah, wer gibt ein Leben für Hip-Hop und bringt echten Scheiß? Ah, sagt es mit mir, Brüder, ah, was geht ab? Yo. Genau. Ja, das ist Raffi, hier macht Raffi die Ansage. Kurze Ansage für Kurdo. Kurdo aus Heidelberg, mein Bruder, fickt nächstes Jahr jeden. Das fängt aber schon dieses Jahr an. Okay, Bruder. 2012, 2013.
Kordo startet durch. Mit Capo natürlich. Ich komme mit Capo. Also komm jetzt hier mit Capo, wollt ihr so ein Album mit ihm machen oder was hast du vor? Album weiß ich nicht, aber wir machen erstmal auf jeden Fall ein paar Lieder zusammen. Ja. Videoclips. So Free-Songs, die ihr bei YouTube reinballert oder was für welche Lieder? Ja? Ich glaube erstmal so. Ich glaube, wir machen das alles auch nach der Tour. Wir planen das alles nach der Tour, weil jetzt ist es zu stressig. Ja, auf jeden Fall. 15 Tage hintereinander rappen auf der Bühne und so das Ganze. Ja, ansonsten... Du hast erzählt, dass ihr ein Studio im Bus habt. Ja, Bruder. Ist da schon ein Lied entstanden oder was macht ihr da? Ja, nicht Lieder entstanden, aber wir haben alle viel geschrieben. Okay. Alle viel geschrieben. So die Tour-Erlebnisse ein bisschen so einprägen lassen. Ich bin ja eher so ein Mensch. Ich habe schon seit klein auf habe ich so immer was aufgeschrieben, so was in meinem Leben passiert ist. Und ich gucke immer drüber nach. So, okay, das passiert. Vielleicht mache ich später einen Film, ich weiß es ja nicht. Ja, man weiß ja nie. Man weiß nie, was kommt. Ne? Genau. Bushido hat auch einen Film rausgeballert. Ja, Mann. Nach krass, seiner Rap-Karriere. Ja? Guter Film auf jeden Fall. Ja. Wie wir sind, bestimmt nicht wie du. Scheiß auf das Blaulicht, das Blitzlicht ist cool. Scheiß drauf, ja, dann kämpfen wir selber und tragen ein Vollbart am 11. September. Wie wir sind, bestimmt nicht wie du. Okay, mein Freund, ich habe mir gerade kurz hier dich angeguckt. Ja. Ich sehe deine Tattoos. Ja, Bruder. 1, 2, 3, 4, die ich auf ersten Blick sehe. Erklär mal, was sind das für Tattoos? Arabische Schrift. Das ist mein Logo. Kannst du auch auf Deutsch lesen. Das ist K-U-R-D-O. Kannst du? Ja, genau. Auf zweiten Blick erkenne ich das. Das ist natürlich meine Heimatstadt, Slimani. Slimani, ja. Das ist meine Schwester, meine kleine Schwester habe ich tätowiert. Das ist La Vida Loca, habe ich mit meinem Bruder tätowiert an... Allah, was ja. Das Lebensmotto oder was? La Vida Loca? Ja, aber weißt du, das war so ein Ramazan-Tag. Alles. Ah, scheiße. Astaghfirullah, aber. Ich trinke eh keinen Alkohol, kein Drogen und so. Ich denke, das ist meine einzige. Besser so, auf jeden Fall. Ja, und das ist Kurdo halt, mein Name. Auf Kurdisch. Ja. Und das ist halt dieser Notenschlüssel. Gibt es da irgendwann bald ein paar Merchandise-Produkte von dir? So T-Shirt oder sowas? Bestimmt, ja. Mit dem Logo drauf? Oder? Logo bestimmt, aber ich will mehr mit 11. Stock Sound oder der Junge mit der Narbe in der Augenbraue. So meine Wiedererkennungswerte will ich auf jeden Fall lassen. Okay. Jungs, hier deine Narbe, falls ihr noch nicht gesehen habt. Wie ist die Narbe entstanden? Jello hat mir eins gegeben, Bruder. Nein, glaube ich nicht. Erzähl mal. Bomb zur Seite mit dir, hat er gesagt. Da ist Jello, guck mal. Er hat keine Lust, mach weg, Marco. Nein, die ist in der Heimat entstanden, Bruder, in der Heimat. Okay, so... Allgemeine Sache, eine hingefallen, sonst was. Ja, was heißt hingefallen? Das ist andere Geschichte, aber egal, darüber rede ich schon. Okay, darüber reden wir dann privat irgendwann mal. Genau, okay, Kurdo, mein Freund. In den nächsten Monaten, Jahren, was kann ich von dir erwarten? Wallah viel. Die Leute sehen jetzt dich auf den Touren und jetzt erwarten die was von dir. Was kommt? Guck mal, für mich ist es was... Guck mal, du machst 2 Videoclips und dann bist du direkt auf eine Tour, die einen Monat geht. Ja. Einen Monat lang geht. Verstehst mit den Nummer 1 Leuten zur Zeit in Deutschland. Mit den besten Jungs. Überleg dir mal. Ich fühle mich immer sicher, aber ich muss sagen, ich bin hungrig. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, natürlich erstmal als Familie, so das Label Aslak ist eine Familie für mich, aber ich bin hungrig. Ich will auch zum Beispiel alleine, wenn ich was alleine mache, dass ich auch die anderen Rapper... Yeah. Nicht zur Seite mit denen, aber trotzdem auch mich beweise. Verstehst du? Ich muss mich auch beweisen. Hier, Hafefe, kurze Ansage nochmal für deinen Bruder Kurdo. Guten Appetit. Das ist die freie Stelle, wo sein Name drauf kommt, oder was? Der Kurdo tätowiert sich am ersten Tag schon, wo wir in Hamburg waren, war er so motiviert von uns, dass er sich direkt Adler tätowieren wollte. Willst du das richtig, Bruder? Soll er machen? Nein, Bruder. Jetzt noch nicht. Wenn er weiß... Wenn er echt Geld damit verdient, dann soll er es machen. Also wenn es richtig losgeht, wenn er Patte macht, wenn er richtig mit Geld und mit Musik macht, dann wenn er sicher ist mit euch allgemein mit der ganzen Rap-Sache. Ja, mit uns ist ja auf jeden Fall alles safe, so, aber jetzt liegt es nur noch an ihm, ob er sich künstlich beweist, so, weißt du? Ja, normal. Er ist ein super talentierter Rapper und deswegen ist er bei uns so. Auf jeden Fall, er genießt jetzt. Und ich liebe Straßenfahrt. Ich wollte nur ein bisschen Props geben. Guten Appetit, mein Freund. Asa Kurdo, man sieht, du hast großen Support von deinen Jungs. Ja. Hier, Abdi, Hafefehl, J-Lo. Psycho, Faisal. Weißt, gleich kommt ein Interview mit ihm. Kann ihr wisst Sprachen, Bescheid. Bruder. 4, 5 Sprachen, Wallah. Respektare Leiter. Alles klar, Kurdo. Das war ein sehr gutes Interview, was wir geführt haben. Ich wünsche dir viel Glück. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Und ich wollte noch sagen, danke an alle, die mich oder uns supporten, uns unterstützen. Und an die Chaichis, die ganze Zeit was labern, was weiß ich. Kurdo, dies, das. Oder Aslak, dies, das. Geht weiter Chai bringen.
ich lasse mich von euch bedienen. Ihr Chai Chis? Chai Chis, Chai Ola, Tee Ola, ihr wisst Bescheid. Der wollte Tee bringen. Nein, ist an die Chai Chis. Ist auf Chai Fleisch. Lass doch die Chai Chis den Job machen, Bruder. Was ist gegen die Chai Chis, Bruder? Diese andere Chai Chis, Bruder. Nein, die sagen doch Hater. Hä? Hater? Ach so, sind das Hater? Das sind Chai Chis für mich, Bruder. Ach, Hater sind Chai Chis? Ja, Bruder. Ah, ich verstehe die ganze Zeit, du meinst richtige Chai Chis. Ja, aber bei uns ist doch unterbezahlter Beruf Chai Chi. Und das ist Hater für mich, Alter. Weil er denkt, du bist ein beleidigter Kellner. Ja? Das machen wir auch nicht. Nein, aber, kennen wir nicht, aber Chai Chis, Bruder. Nochmal. Alles klar, Bruder. Ich bedanke mich für das Interview. Viel Glück danke mit deiner Karriere. Dankeschön, ich wünsche dir viel Glück und nutze die Zeit aus. Auf jeden Fall. Weiß Bescheid. Alles klar. TV Straßensound. Abonnieren. Kurdo gibt euch. Aslak Airlines. Wir selber und tragen ein Vollbart am 11. September. Wir sind bestimmt nicht wie du. Scheiß auf das Blaulicht, das Kitzlisch ist zu tun. Ja, TV Straßensound.